Hallo und herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einem neuen Video. Und zwar will ich euch in diesem Video ein bisschen das Konzept von Organisationen näher bringen. Viele von euch haben noch ein kleines Problemchen, und das betrifft vor allem die Teilnehmer, dass die Teilnehmer nämlich nicht in euer Team hineinkommen. Das liegt daran, dass die Teilnehmer nicht in unserer Organisation sind. Was es damit auf sich hat, versuche ich euch jetzt ein bisschen zu erklären. Es ist allerdings ein bisschen kompliziert, ja, dieses Konzept der Organisationen. Manche von euch haben mir geschrieben, okay, ich habe bereits Videokonferenzen mit meinen Teilnehmern, aber ich kann nicht mit ihnen chatten. Ja? Das liegt daran, dass diese Teilnehmer gar nicht in eurem Team sind. Ja, es gibt in Teams die Möglichkeit, Leute einzuladen zu einer Videokonferenz, ohne dass die überhaupt Teams installiert haben. Wenn ich eine einfache Einladung verschicke auf eine Videokonferenz, auf eine Besprechung, dann hat der Eingeladene die Möglichkeit, diese Besprechung anzunehmen, ohne überhaupt Teams zu installieren oder in ein Team hineinzugehen oder ein Microsoft-Konto zu haben. Das läuft einfach über den Webbrowser. Ja. Das Konzept der Organisationen, das funktioniert ungefähr so. Ja? Also ein Team muss sich in einer Organisation befinden. Ein Team hat irgendwo einen Ort, wo sich das Team befindet. Und eine Organisation zeichnet sich dadurch aus, dass alle in einer Organisation die gleiche E-Mail-Adresse, sprich die gleiche Domain haben. Ja? Also updatetraining.at, diese E-Mail-Adresse befindet sich in der Organisation ÖSB Management Gruppe, und das ist die Organisation, in die eure Teilnehmer auch hinein müssen, damit sie eure Kurse sehen, damit sie eure Teams sehen, damit sie ihr eigenes Team sehen. Wenn jetzt ein Teilnehmer oder auch ein Mitarbeiter sich das Teams einrichtet, sprich installiert und sich dann anmeldet beim Teams, und er macht es ohne irgendeine Einladung, dann wird er gefragt, wie möchte er sich sein Team einrichten, als Schüler, als Student, als Unternehmen oder privat für Familie und Freunde. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was sich derjenige aussucht. Wenn derjenige sagt, er möchte sich als Unternehmen anmelden, dann bekommt er im nächsten Schritt ein Fenster gezeigt mit Vorname, Nachname und dem Firmennamen. Und wenn er da jetzt reinschreibt, Update Training, ja, dann ist er im nächsten Schritt in der Organisation Update Training. Ja? Der wähnt sich jetzt am richtigen Ort, weil ich bin eh bei Update Training. Allerdings hat er Update Training gerade gegründet in diesem vorherigen Schritt. Das Problem ist jetzt also, die Leute aus ihrer Organisation, in der sie bereits drinnen sind, herauszubekommen und in unsere Organisation hineinzubekommen. Es ist überhaupt kein Problem. Man kann in mehreren Organisationen unterwegs sein, und man kann das auch ganz komfortabel wechseln. Allerdings hat Teams ja wirklich einen großen Nachteil oder eine große Schwäche, und das muss man schon sagen. Teams vergisst schnell. Ja? Also Teams versucht immer wieder auf gespeicherte Daten zurückzugreifen. Ja? Und wenn Teams einmal eingerichtet ist, dann verbindet er sich in seine Organisation, ohne überhaupt nachzuschauen, ob er vielleicht in einer anderen Organisation drinnen ist oder ob er sich vielleicht auch noch irgendwo anders anmelden könnte. Eher der Teams. Wie schaut denn das jetzt aus mit den Organisationen? Das kann ich euch mal kurz zeigen am Desktop-Client. Wenn ich den öffne, dann seht ihr hier oben neben dem Profilbild die verschiedenen Organisationen, in denen ich unterwegs bin. Ja? Das erste, da seht ihr, das ist das Hakerl daneben, das ist die Organisation ÖSB Gruppe Management GmbH, und das ist unsere Firma. Definitiv, hier finden sich die Teams unserer Firma, zum Beispiel hier die Gruppe Update alle Mitarbeiter, ja, das Team Update alle Mitarbeiter. Ihr seht aber auch, es gibt hier noch weitere Organisationen, in denen ich tätig bin, zum Beispiel diese Exate eSports, das ist die Organisation vom Harit und vom Werner, die haben nämlich bereits mit Teams gearbeitet, noch bevor wir Lizenzen hatten, das heißt, die haben hier wirklich ihre eigene Organisation gegründet. Dann habe ich hier die GRG 3 Radetzky Straße, das ist die Schule meiner Kinder. Meine Kinder haben in ihrer Schule auch ein Team gegründet und mich als Gast in dieses Team eingeladen. Diese Einladung habe ich angenommen, und damit bin ich auch in der Organisation GRG 3 Radetzky Straße
als Gast eingeladen. Ja? Dann habe ich hier eine Organisation Illigan, das ist mein privates Microsoft-Konto. Und hier habe ich eine Organisation Update Training, die ist wohl eben entstanden bei der Anmeldung als Unternehmen. Ja? Und wenn ich hier meine Organisation wechsle, also zum Beispiel wechsle ich mal auf die Exit Esports, dann seht ihr, ich habe hier ganz andere Teams zur Verfügung. In dem Fall gibt es hier kein Team mehr, die haben das Team offenbar schon verlassen oder gelöscht. Oder ich gehe in die GRG 3 Radetzky Straße, dann seht ihr, hier gibt es ein Team der Geheimorden. Oder ich gehe in irgendeine andere Organisation. Und je nachdem, in welcher Organisation ich mich befinde, diese Teams stehen einfach dann zur Verfügung. So, mittlerweile war ich schon wieder zu lange in Teams drinnen. Ich muss den Code wieder eingeben. Es ist ja nicht so, dass man einfach so ins Team reingeht. Hochsicherheitssystem 837551. Was passiert eben? Ich habe die war mal kurz aus der Organisation draußen, jetzt bin ich wieder zurückgewechselt in die Organisation, jetzt muss ich wieder den Code eingeben. Also immer wenn ihr Teams auf irgendeinem anderen Rechner öffnet oder euch einmal abmeldet und wieder anmeldet, müsst ihr diesen Code eingeben. Gut, wie schaut das Ganze am Smartphone aus? Am Smartphone schaut das so aus, da wechsle ich mal zum TeamViewer. Hier findet ihr die Organisationen unter diesem sogenannten Hamburger Menü. Diese drei Striche heißen Hamburger Menü. Und hier seht ihr jetzt genau die gleichen fünf Organisationen, die ich am Desktop-Client habe. Ja? So, jetzt kann es sein, dass eure Teilnehmer entweder hier überhaupt keine Organisation zur Auswahl haben oder diese ÖSB-Gruppe-Management-Organisation nicht zur Auswahl haben, obwohl ihr sie in die Organisation eingeladen habt. Das liegt daran eben, dass Teams gar nicht erst nachschaut, ob der Teilnehmer vielleicht noch in einer anderen Organisation unterwegs ist. Und dieses Problem kann man beheben oder sollte man beheben können, indem man die Webseite myapps.microsoft.com aufruft. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Ich wechsle also da mal auf myapps.microsoft.com. Melde mich hier an mit meiner Update-Adresse, beziehungsweise eure Teilnehmer melden sich an mit dieser E-Mail-Adresse, mit der sie sich für Teams registriert haben. Das Konto ist nicht korrekt. Was passt ihm jetzt wieder nicht? Ja, ihr seht, ich habe auch solche Probleme. Das Konto, der Kennwort ist nicht korrekt. Ich will mich mit einem anderen Konto anmelden, und zwar als Alexander Illigan at Update Training. Eben noch einmal von Hand ein zur Sicherheit. So, jetzt hat es aber auch wirklich geklappt. Wenn die Teilnehmer da einsteigen, dann sehen sie eine weiße Seite, ja. Wenn ihr mit dem Update-Konto einsteigt, dann seht ihr hier eine Auflistung von ganz vielen Apps. Oder auch nicht. In dem Fall nicht. Und hier unter dem Konto, ja, habt ihr die Möglichkeit, die Organisation zu wechseln. Einmal hier drauf geklickt und dann seht ihr, aha, ich bin jetzt in der Organisation Illigan. Hier einmal auf ÖSB-Gruppe Management klicken. Ich muss mich wieder anmelden. Muss ich wieder den Code eingeben. Und ihr seht schon, das ist wirklich mühsam. Ja? Also das liegt nicht an euch, das liegt nicht an mir, sondern es liegt einfach daran, dass es wirklich mühsam ist. So, Prüfcode 824212. Ich habe übrigens auch schon die Meldung bekommen, Sie haben Ihr Limit für die zugeschickten Codes für heute überschritten. Konnte ich mich nicht mehr anmelden. Eine halbe Stunde später ging es aber wieder. So, jetzt bin ich tatsächlich drinnen in meinem Update-Training-Account. Und hier unter meinem Profilbild kann ich jetzt die Organisation wechseln. Und ihr seht, jetzt ist ÖSB-Gruppe-Management blau hinterlegt.
Das heißt, wenn eure Teilnehmer hier auf dieser Webseite sehen, dass die ÖSB Gruppe Management GmbH blau hinterlegt ist, dann wechseln Sie noch einmal in Ihr Smartphone, melden sich vielleicht einmal ab bei Teams und noch einmal an, und dann sollten Sie aber tatsächlich in der Organisation drinnen sein oder aber die Frage bekommen, ob Sie Teams weiterhin privat nutzen wollen oder ob Sie der Organisation ÖSB Gruppe Management GmbH beitreten wollen. Mit diesen Schritten solltet ihr eure Teilnehmer in eure Teams hineinbekommen. Ich weiß, das Ganze ist ein bisschen kompliziert und ein bisschen aufwendig, ja, aber ich kann natürlich jetzt auch nicht zu jedem vor Ort kommen. Wir haben doch einige hundert Teilnehmer und ich wäre auf Tage gebunden und könnte keine Anfragen und nichts mehr beantworten. Ja. Deshalb appelliere ich an euch, dass ihr das mit euren Teilnehmern versucht, und wer ein bisschen sich Kompetenz in dem Bereich erworben hat, der unterstützt bitte auch seine Kolleginnen und Kollegen dabei. Alles klar, das war's für heute. Schönen Tag noch. Tschüss und Baba.